Hallo bei Mystica. Heute geht es um Grenzerfahrungen. Körperliche Grenzerfahrungen sind sie zugleich, dann seelische Grenzerfahrungen. Darüber spreche ich mit einem Menschen, der sich da sehr gut auskennt. Ein sehr erfahrener Therapeut in vielen Bereichen. Wir haben schon zwei Interviews gedreht mit dem wunderbaren Jörg Fuhrmann. Hallo. Hi. Bin sehr gespannt. Du hast den Vorschlag gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, was für eine Erfahrung dieses Interview wird. Ja, schön. Körperliche Grenzerfahrungen verbindet man mit Sport, mit Schamanismus. Vielleicht hat auch beides irgendwo miteinander zu tun. Da hast du besondere Geschichten zu erzählen und es geht auch darum, im Eis auszuhalten. Da gibt es neue Forschungen, dass der Mensch das kann. Bin sehr gespannt, was du mir da erzählen möchtest. Und du hast erzählt, es gibt auch eine schamanische Erfahrung, die du auch gemacht hast. Wollen wir mit dir mal beginnen? Gerne. Also für mich waren diese ganzen Pilgerwanderungen, die ich gemacht habe, ob das in Italien war, in Spanien, Ecuador, Nepal, die waren für mich immer schon auch starke Grenzerfahrungen auf der körperlichen Ebene. In Nepal habe ich die Sherpas bewundert, wie die da hochlaufen und ich auf allen Vieren hinterher, hätte ich beinahe gesagt, oder vorweg. Ja. Also das, die körperliche Grenzerfahrung beginnt ja meistens da, wo deine körperlichen Kapazitäten aufhören oder in einen Grenzbereich eben kommen. Du aber trotzdem gewillt bist, dich dem auszusetzen und weiterzumachen. Mhm. Wenn man auf einer Pilgerwanderung ist, hat man ja nicht so viele Möglichkeiten, sich dem auszuliefern. Manchmal hast du auch keine Möglichkeit, irgendwie, wo du jetzt bist, obwohl du an der Grenze bist, unterzukommen. Dann musst du vielleicht noch 5 Stunden weiter oder 3 oder so. Und du weißt, du musst das jetzt irgendwie hinkriegen, weil sonst hast du kein Dach über dem Kopf. Mhm. Und was ja nicht immer so nett ist. So, das heißt also, alleine nur durchs Wandern und durchs reduzierte Essen und Trinken zum Beispiel kannst du schon in diese Grenzbereiche reinkommen. Und der Körper ist in dem Fall dann, würde ich sagen, ein Gefährt oder ein Türöffner, auch für einen veränderten Bewusstseinszustand, in dem man dann dadurch kommen kann. Und dafür haben ja die Menschen in allen Nationen und Ländern und Kulturen zu allen Zeiten eigentlich irgendwelche Techniken entwickelt, um diese Dinge dort über den Körper zum Beispiel auch dann zu erzeugen. Stichwort Yoga. Mhm. Ja, das kommt ja auch alles aus dieser Ecke. Ja, die Nepal-Schamanen sagen, dass das letztendlich eine Weiterentwicklung ist des ursprünglichen Schamanismus. Mhm. Ja. Und dass das dann quasi von den Bergen da runtergekommen wäre. Da gibt es natürlich verschiedenste Wege, die es dann in diesen jeweiligen Traditionen gibt.